Die Entchen und die Schwäne da, wie sie sich von den Wellen so heben lassen. Ich habe es satt, an deinem Gefallen für Wasservögel teilzunehmen. Den ganzen Nachmittag heißt es, da schau hin. Jetzt hat der Schwan seinen Kopf unter Wasser. Jetzt hat er ein Überwasser und jetzt flattert er und jetzt putzt er sich. Und jetzt hat er der Schwänin schön getan. Und wie weiß er ist, als wäre der Schwan unser Baby. Steig mir doch auf den Hut mit deinem ewigen Jetzt schau hin. Da trinke ich mir doch lieber einen Rausch an, als dass ich dir zuhöre und dir zuschaue, wie du frisst. Herr Ober, ein Bier? Frei doch nicht so. Ich will mich nicht so benehmen, dass jemand herschaut. Ich schreibe kein Buch, das andere lesen müssen. Aber vor dem Fernseher kannst du schon sagen, Herr Achternbusch, hier ist ein netter Herr von der Süddeutschen Zeitung, der sich nur für Sie interessiert. Wie demütigend dieser dein erhabener Vorgang für mich ist. Du taugst weder handwerklich was, noch willst du mit einem Gottglauben zurechtkommen. Sagen wir doch einmal so, handwerklich heißt doch bei dem, dass er den Daumen trifft, aber doch nicht den Nagel auf den Kopf. Das sag ich dir knallhart. Was triffst denn du auf deiner schönen Zeitungsseite? Ich verdiene mein Geld und denke dabei. Und deine Eitelkeit wird gestillt. Du darfst dir den Daumen lutschen, den sich ein anderer Wunsch legt. Und darfst dich einen Doktor nennen. Und brauchst nicht an Heilung zu denken. Du bist eine dumme Gans. Ich bin keine dumme Gans. Ich gehe jetzt zu ihm. Vielleicht braucht er ein Erfolgserlebnis. Nein, du bist keine dumme Gans. Ein solcher braucht jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Ich bin psychologisch geschult. Sei still. Du weißt nicht, wie schwer es ist, in diesem Land eine Ehre aufzuheben.